Zum 26. Mai findet an den Pfingstfeiertagen die wohl weitläufigste Kunstschau in Mecklenburg-Vorpommern statt. Kunst offen. Der Tag, wo Kunst- und Kulturfreunde durch die Städte und Landkreise reisen, wo der gelbe Schirm leuchtet, da öffnen sich die Ateliers, die Werkstätten der Kreativen und die Galerien. Trotz Coronavirus und gerade weil nun langsam die Lockerungen Fuß fassen, ist es wichtig, dass wieder die Künstler und die Kunstschaffenden in den Fokus der Öffentlichkeit gelangen. Die Situation ist prekär. Die ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die letzten 6 Wochen waren für mich auch als Kulturverwaltung sehr anstrengend. Wir hatten Telefonate, Künstler, denen ist nicht geholfen, wenn ich dort einen Mietzuschuss bekomme für Angestellte und Miete. Den haben sie in der Regel nicht. Sie sind Solokünstler. Da geht es um Brot, Butter, Milch. Und die Sorgen waren schon sehr, sehr groß. Natürlich machen wir für diese Künstlerinnen und Künstler diese Marketingaktion. Wir unterstützen das mit Steuergeldern. Und wir möchten gerne, dass viele Besucher kommen, auch etwas kaufen. Uns ist zwar klar, dass wir bei dieser Aktion nicht so viele mobilisieren. Es wird nicht der große wirtschaftliche Erfolg sein, aber es soll auch ein psychologisches Zeichen sein. Und wenn ein Künstler sagt, ich nehme nicht teil, weil ich in der Risikogruppe bin oder weit darüber oder weil mein Atelier so klein und beengt ist, dann habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich werde mich nicht zum Richter aufschwingen und sagen, der müsste oder der soll, sondern ich freue mich über jeden Künstler, der diese Chance sieht. Das ist eine Marketingaktion, die wird bezahlt. Die Künstler zahlen auch einen kleinen Beitrag. Und ich hoffe sehr, dass auch Kunst wieder, das gehört zum guten, zum schönen Leben. Kunst ist Lebensmittel, das dort auch mal gekauft wird. Ursprünglich meldeten sich vor der Krise 128 Kreative an. Fest zugesagt haben mittlerweile immerhin 54 Künstler und Künstlergemeinschaften bzw. Galerien. Also ich bin ja schon eine Weile im Geschäft, aber so eine schwierige Geburt wie dieses Mal, das 26. Mal, gab es meines Erachtens noch nie. Wir wurden ja überrollt von Corona. So kann man es sagen. Und wir hatten ja schon alle Werbung durch. Wir hatten 126 Teilnehmer, haben sich gemeldet, haben gesagt, ja, wir machen mit. Das ist eine tolle Aktion, eine tolle Werbeaktion. Und dann mit einmal kam Corona und alles war anders. Dann war die Sorge groß. Wir hatten sehr viele Telefonate. Findet es statt, findet es nicht statt? Die Veranstalter, also von Garando bis Grevesmühlen und Wismar, waren sich auch nicht ganz sicher. Und ich sage mal, es ist eine dezentrale Großveranstaltung. Also es passt auch in diese jetzige Zeit mit den jetzigen Beschränkungen. Und uns war ganz wichtig, dass wir auch ein Zeichen setzen. Wenn ich sage uns, dann meine ich natürlich auch die Landrätin Kerstin Weiß. Wir haben das kommuniziert. Wir haben gesagt, ja, es ist möglich, trotz Hygieneregeln, trotz Abstandsregeln, es ist möglich. Natürlich ist jeder Ort anders zu bewerten. Wenn ich einen Hotspot habe, wie vielleicht die Ateliergalerie Manfred Jürgens, dann muss er damit rechnen, dass am Eingang ein Schild steht und da steht drauf, bitte immer nur 3 Gäste auf einmal. Oder es ist eine Liste, wo ich einfach nur bitte darum, dass wir den Namen draufschreiben und eine Telefonnummer, so dass wir eben diese Infektionskette, die mögliche, nachvollziehen können. Das ist aber auszuhalten und ich glaube und hoffe und eigentlich bin ich mir ganz sicher, dass wir da großes Verständnis haben werden. In den Räumen des bekannten Malers Manfred W. Jürgens war eine kleine Pressekonferenz zum Thema Kunst offen angesetzt. Jürgens, der neue Realist in der Malerei, ist zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung vertreten. Der Kunstschau steht er ganz offen gegenüber. Für mich gibt es überhaupt keinen Unterschied, wenn es um Malerei geht zwischen Profis und Amateuren. Es geht mir nur darum, dass die Leute Spaß haben bei dem, was sie herstellen. So, und das ist entscheidend für mich. Also ich würde das nie werten wollen. Also der höchste Genuss ist für mich ein Erlebnis ohne Wertung. Und deshalb ist mir das auch gleich. Also wenn jemand daran Spaß hat, etwas herzustellen, ist das doch völlig in Ordnung. Und wenn es dann noch Leute gibt, die sich jetzt wieder aufmachen und neugierig gucken, was machen die anderen, ist doch schön. Wird ja auch Zeit. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwie mal ein Zeichen setzen, dass das wieder losgeht. Wir können ja nicht hier ein Leben lang den Rest vom Leben irgendwie auf dem Sofa verbringen und jeden Abend trinken und nur Netflix gucken oder so. Was soll das? Wir müssen auch mal wieder, wir sind ja soziale Wesen, die Kommunikation brauchen.
Unter der Adresse kunstoffen2020 finden Sie alle teilnehmenden Kreativen bzw. Galerien auch im Internet. Oder Sie schauen einfach, wo zwischen Samstag, den 30. Mai bis Montag, den 1. Juni die gelben Schirme aufgespannt sind. Da öffnen die Gemeinschaften und Einzelkünstler ihre heiligen Werkstätten oder Gärten. Und wenn sich alle an die neuesten Regeln halten, dann ist allen geholfen.